verseuchte Bienen und der Schädling breitete sich aus. Rasend schnell. So schnell, dass hierzulande bald alle Imker davon betroffen waren. Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim. Staatliche Bieneninstitute beobachten, wie die Varroa-Seuche um sich greift. Wir haben einfach Jahre, wo sehr viele Milben da sind. Zusätzlich kommt die Dynamik auch noch ein bisschen durch die Verbreitung der Milben. Wenn also zum Beispiel Völker zusammenbrechen, verbreiten sich die Milben schneller in andere Völker, in benachbarte Völker. Und wir kriegen ab und zu in manchen Jahren so einen Dominoeffekt. Einige Völker brechen zusammen und dann geht es eben in der Region so weiter. Aber um ganz ehrlich zu sein, in letzter Konsequenz verstehen wir nicht, warum in bestimmten Jahren jetzt so furchtbar viele Milben da sind und in anderen Jahren haben wir mit den Milben fast keine Probleme. Eine mögliche Erklärung, und das macht die Sache noch viel schlimmer, gefährliche Viren. Viren, die man schon glaubte, besiegt zu haben, bekommen mit Varroa plötzlich eine neue, dramatische Bedeutung. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass diese Bienenviren existieren, haben bisher so insgesamt eigentlich wenig Probleme bereitet. Aber es scheint so, wenn die Milbe dazukommt, die Biene ansticht und andere Bienen ansticht, dass nicht nur die Viren verbreitet werden innerhalb des Volkes zwischen den Völkern, sondern dass auch Viren aktiviert werden. Das heißt eigentlich so, die Pathogenese erst losgeht, wenn die Milbe dazukommt. Die Probleme sind vielschichtig. Die Ursachen vielleicht wirklich multifaktoriell. Es gibt 90.000 Imker alleine in Deutschland. Und jeder erlebt das Leiden seiner Bienen anders und begegnet ihm auf seine Weise. Die meisten züchten Bienen und ernten Honig in ihrer Freizeit. Sie sind reine Hobby-Imker und kümmern sich fürsorglich um ihre wenigen Bienenvölker aus Liebe zur Natur. Die Varroa-Seuche ist für viele ein Schock. Etliche geben auf, andere tüfteln an Bekämpfungsmethoden. Die meisten Imker bevorzugen auch in der Natur vorkommende Säuren wie Oxalsäure oder Ameisensäure, die im Bienenstock verdunsten und die Milben vertreiben sollen. Gefährlichere Medikamente kommen für den verantwortungsbewussten Imker nicht in Frage. Wenn man den Honig selbst isst, den man erntet, dann wird man keine Gifte verwenden, also keine Pyretoide, die also reine Nervengifte sind. Das lassen wir lieber die Finger davon. Honig gilt als besonders reines Produkt. Naturbelassen, möglichst kalt geschleudert und unbehandelt. Im Idealfall vollkommen frei von Fremdstoffen. Das setzt absolut enge Grenzen für die mögliche Behandlung von Bienenkrankheiten. Jedem Imker widerstrebt es im Grunde, irgendetwas an Chemie im Bienenvolk zu machen, weil wir dann doch geringe Rückstände in Bienenwachs oder gar Honig bekommen. Und der Verbraucher akzeptiert einfach, vor allem in Deutschland, auch nicht die kleinsten Mengen an Rückstände. Das heißt, schon aus Qualitätsgründen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein mit Medikamenten. Das Problem ist, dass wir im Moment gegen die meisten Medikamente Resistenzen bei den Milben haben. Das heißt, deswegen sind die zum Teil auch fast aus dem Einsatz verschwunden. Und langfristig wird es wahrscheinlich keine Lösung sein. Deswegen halten sich die Forscher in den Bieneninstituten eher zurück im Kampf gegen die Milben und opfern sogar Teile des Bienenvolkes mit strategischem Kalkül. In allen Völkern haben wir sogenannte Baurahmen drin. Das sind Waben, in denen die Bienen Drohnen bauen. Hier ist jetzt aufgrund der Tracht ein Teil Honig drin. Aber man sieht hier unten einige Drohnenzellen. Und in diesen Drohnenzellen ist der Varroa-Befall deutlich stärker als in Arbeiterinnenbrut. Und wenn man diese Drohnenzellen herausnimmt, vernichtet, hat man eben auch einen Teil der Varroa-Population vernichtet. Und vor allem, diese Varroa-Milben können sich bis zum Herbst nicht mehr vermehren. Wenn man jetzt im Frühjahr, im Frühsommer, einen Teil dieser Population vernichtet. Die Drohnen, männliche Bienen, werden nur zur Begattung der Königin gebraucht. Dafür reichen einige wenige. Also opfern die Imker einen Teil der Drohnen, um für den Rest des Volkes die Überlebenschancen zu steigern. Zusammen mit dem Wachs werden die Drohnenlarven in den verseuchten Waben eingeschmolzen. Dabei sterben die Milben ab und nur das gereinigte Wachs bleibt übrig.
Das Problem Varroa lässt sich so allerdings nur begrenzen, keineswegs lösen. Bienen sterben zu Hunderttausenden. Weltweit sind sie bedroht. Ohne ihre unverzichtbare Leistung als Bestäuber droht der Zusammenbruch der Natur. Die Forschung muss dringend handeln, bevor es zu spät ist. Inzwischen wächst außerdem die Angst vor einem ganz anderen, wahrscheinlich noch verheerenderen Schädling als der Varroa-Milbe, dem kleinen Beutenkäfer. Zwar ist der aus Südafrika stammende Parasit noch nicht nach Nordeuropa vorgedrungen, aber Peter Neumann ahnt, das ist nur eine Frage der Zeit. Bisher war uns nicht bekannt, dass die Beutenkäfer auch die Bienen angreifen können. Und das ist in dem Fall eine Biene, die durch die Käfer getötet wurde. Und zwar kann man hier erkennen, am Hinterleib der Biene, dass das so geöffnet ist. Und zwar haben Käfer diese Biene angefallen und den Hinterleib mit ihren Mandibeln geöffnet. Das ist hier jetzt ein Bild, wo man sieht, also das ist hier nochmal eine geöffnete Biene mit dem offenen Hinterleib. Und hier kann man sehen, wie der Käfer in den Hinterleib der Biene hineinkriecht und dort halt das Gewebe der Biene frisst. Dringender Handlungsbedarf. Denn wenn neben den anderen Problemen jetzt auch noch der Beutenkäfer importiert würde, kann es schnell zu spät sein. Doch auch noch diesen Schädling zu Forschungszwecken nach Europa zu holen, wäre viel zu gefährlich. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn auch er aus den Sicherheitslabors entweicht. Also fliegt Peter Neumann nach Nordamerika, wo der Schädling bereits angekommen ist und furchtbare Schäden anrichtet. Auch in Amerika gibt es fast ausschließlich europäische Bienen. Mit der industriellen Massenproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind die Farmer auf die Bestäuber aus Übersee angewiesen. Der ständige Import von Bienenvölkern ist selbstverständlich für die Risiken im Karain. Dr. Peter Neumann will in den USA herausfinden, was man in Europa machen kann, um sich die schlechten Erfahrungen amerikanischer Imker mit dem Beutenkäfer zu ersparen. Mit dem Fahrrad ist er unterwegs zwischen den verstreut liegenden Labors des staatlichen Agriculture Research Center Beltsville in der Nähe von Washington. Hier hofft er, zu den rettenden Erkenntnissen zu gelangen. Ich bin nach Amerika gekommen, da der kleine Beutenkäfer bei uns noch nicht vorkommt und es viel zu gefährlich wäre, deswegen Experimente in Deutschland durchzuführen. Und beim kleinen Beutenkäfer ist speziell das Problem, dass unser momentanes Wissen über diesen Käfer sehr, sehr klein ist. Das heißt also, die eventuellen Folgen sind zum momentanen Zeitpunkt auch noch sehr schwer abzuschätzen. Und mich interessiert, warum er diese Schäden hervorruft. Was sind die Mechanismen, die dafür sorgen, dass der kleine Beutenkäfer in seinen neuen Verbreitungsgebieten ein Problem sein kann? Amerikanische Wissenschaftler verzweifeln schon seit längerem an der Erforschung dieses Schädlings. Jetzt hoffen sie auf frischen Wind und die Spezialkenntnisse ihres deutschen Kollegen. 1996 ist der Käfer das erste Mal hier entdeckt worden. Und zwei Jahre später gab es denn massive Verluste, zum Beispiel in Florida, wo also mehrere Millionen Dollar Schäden an Bienenvölkern hervorgerufen worden sind. Und also wenn der Käfer nicht bekämpft wird, kann er sich unter günstigen klimatischen Bedingungen massiv vermehren und dazu führen, dass auch starke europäische Bienenvölker zusammenbrechen. Harvey's Honey im Bundesstaat New Jersey. Ein Großbetrieb verglichen mit europäischen Verhältnissen. Auf dem Fließband wird der Wachsmantel von den Waben gekratzt. Die Bienen haben sich vorher in Sicherheit gebracht. Anschließend werden die Rahmen in der Schleuder zentrifugiert. Die Arbeiter schaffen eine halbe Tonne Honig pro Stunde. Aber sie müssen gut aufpassen, dass keine Wabe dabei ist, die der Beutenkäfer befallen hat. Sonst ist die ganze Tracht verdorben. Die Käfer legen Eier, Larven schlüpfen und das verdirbt den Honig. Der riecht dann nach Kohl. 250 Tonnen Honig produziert Bob Harvey pro Saison. Viel davon geht in den Export. Aber oft genug muss er den Honig schneller einbringen, als ihm lieb ist, damit sich der Beutenkäfer erst gar nicht auf den Waben breit machen kann. Eine arbeitsintensive Form der Schädlingsbekämpfung. Normalerweise schleudert ein Imker seine Waben höchstens alle paar Wochen. Wir holen alle 8 Tage den Honig aus den Stöcken, 4 bis 5 Tonnen am Tag. So dass alle Kisten, die reinkommen, sofort geschleudert werden.
Und so kriegen die diese Behandlung alle 8 Tage. Peter Neumann inspiziert zusammen mit einer Mitarbeiterin in den USA Bienenstöcke am Waldrand. Sicherheitshalber arbeiten auch sie mit dem Smoker, um die Bienen mit dem Rauch zu beruhigen. Nicht überall ist der Befall mit Beutenkäfern gleich. Manchmal bleiben Völker verschont, manchmal kommt aber auch jede Hilfe zu spät. Und manchmal ist der Beutenkäfer gerade erst angekommen und hatte noch keine Gelegenheit, Eier zu legen und sich zu vermehren. Wie viele Käfer haben Sie jetzt gefunden? 3. Ist das viel? Ein schwacher Befall, aber auf einer Wabe nur. Wenn Sie jetzt nichts machen würden, was passiert dann? Wenn man die jetzt einfach drauf lässt, die Käfer? Dann würden die Käfer wahrscheinlich probieren, Eier zu legen. Nehme ich an. Also, hier gibt es genügend Nahrung, hier gibt es Pollen schön und Honig. Und die Käfer würden sich auch von den Bienen füttern lassen. Bleiben die Käfer erst eine Weile ungestört und haben sich vermehrt, reifen ihre Larven in der Wabe heran und vernichten alle Bienen samt Nachwuchs. Danach verziehen sich die Larven ins umliegende Erdreich, um zu schlüpfen, um von dort als Käfer erneut auf Beutezug zu gehen. Auf der Wabe hinterlassen die Larven ein Bild der Verwüstung. Wenn Käfer sich in Völkern vermehren können, legen ihre Eier und die Larven ernähren sich vom Pollen, von der Honig und bevorzugt von der Brut der Bienen. Der Honig ist nicht mehr zu genießen, weil der fängt an zu fermentieren und stinkt nach fauligem Obst. Und dann bricht das Volk völlig zusammen und was an Bienen übrig bleibt im Volk, flüchtet aus dem Nest. Auch bei Bob Harvey in der Produktion gibt es die Käfer. Aber er versucht, die Schädlinge mit Zugluft zu vertreiben und hofft auf seine starken Ventilatoren. Harvey hat zwar keine Probleme mit dem Einsatz von Chemie, hat aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht viel nützt. Noch ist der Honig auf den Waben okay, sagt er, aber das Geschäft sei deutlich schwieriger geworden. Manchmal stellen wir die Bienen einfach ab in Depots, wenn wir nicht wollen, dass sie Honig machen, weil es oft mehr kostet, den Honig ins Fass zu bekommen, als wir damit verdienen können. Wir können nicht mit China, Argentinien oder Mexiko konkurrieren. Die sind einfach zu billig. Mit der Bestäubung lässt sich Geld machen, denn da konkurrieren wir auch nur mit Amerikanern. Während europäische Imker 5 oder vielleicht 50 Bienenstöcke haben,